Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten, etwas zu ändern. Eine Möglichkeit ist über die Straße. Kairo und London lassen grüßen. Und der andere Weg ist über die Parlamente. Das halte ich für den besseren Weg. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir als Bürger bei der nächsten Wahl dafür sorgen, dass sich in Berlin etwas ändert. Um im Deutschen Bundestag etwas ändern zu können, gibt es zwei Wege. Weg 1, wir gründen eine Partei. Das traue ich, wenn ich ehrlich bin, nur den Freien Wählern zu. Die haben 280.000 Mitglieder, die könnten das machen. Die sind auch schon dran. Wie weit die sind, weiß ich nicht. Ist mir aber auch egal. Ich glaube, dass der bessere Weg ist über Direktkandidaten. Von den rund 600 Abgeordneten im Deutschen Bundestag werden 299 über die Listen gewählt und 299 werden über die Wahlkreise gewählt. Jeder Wahlkreis hat die Möglichkeit, eigene Kandidaten aufzustellen. Bei der letzten Bundestagswahl war es so, dass viele unabhängige Direktkandidaten gegeneinander angetreten sind. Das bringt es natürlich nicht. Das Ergebnis war, dass 0,4% durchschnittlich erreicht wurden von den Unabhängigen. Was notwendig wäre, das wäre, dass man sich im Wahlkreis zusammenschließt und sich auf einen einzigen unabhängigen Kandidaten einigt. Das könnte in der Weise passieren, dass wir erstmal in jedem der 299 Wahlkreise eine erste Anlaufstelle benennen. Dann müsste sich in jedem Wahlkreis ein Bürgerkomitee bilden. Dafür reichen 2, 3, 4 Leute. Inzwischen gibt es 36 erste Anlaufstellen und 2 Bürgerkomitees haben sich schon gebildet. Diese würden dann in den nächsten 1,5 Jahren sich darum kümmern, dass die gesellschaftlich relevanten Gruppen in ihrem Wahlkreis potenzielle Direktkandidaten benennen. Dann organisiert das Bürgerkomitee für diese 20 bis 30 Direktkandidaten oder potenziellen Direktkandidaten eine Vorwahl. Aus dieser Vorwahl gehen 2, 3 daraus hervor, die gute Chancen haben. Diese werden dann in eine Endausscheidung von der Bevölkerung des Wahlkreises nochmal gegengecheckt. Und das Ergebnis wäre ein unabhängiger, gemeinsamer Direktkandidat. Dass dies Chancen hat, kann man hier in Berlin sehen. In Berlin ist sozusagen die Sollbruchstelle des Systems. Die Sollbruchstelle des Systems ist der Wahlkreis 76. Den muss man sich merken. Wahlkreis Berlin-Mitte 76. Da hat eine Frau Dr. Högel von der SPD mit sage und schreibe 17% der Stimmen der Wähler ihres Wahlkreises hat ihr ein Bundestagsmandat erlangt. Das heißt, 83% haben die nicht gewählt. Was heißt das? Das heißt, in diesen 83% ist das vierfache Potenzial, bei der nächsten Wahl etwas zu ändern. Und das würde ich gerne unterstützen. Wenn Sie zu dem Thema Vereinigte Direktkandidaten Informationen haben wollen, ich habe da hinten einen kleinen Stand und stehe heute und morgen Vormittag für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.